Ja, Zeit für Lösungen. Ich habe jetzt viel darüber geschrieben und gesprochen, was ich mir vorstelle, wie die Strategie der Stadtverwaltung geändert werden sollte oder was mir nicht gefällt und wo ich auch schlichtweg dagegen bin, dass wir das weiter tun. Jetzt wird es aber wirklich Zeit für Lösungen. Heute packe ich das Thema Fachkräftemangel an und da insbesondere will ich mich fokussieren auf die Kindertagesstätten, wobei wir es natürlich allgemein sehen müssen, Fachkräftemangel betrifft nicht nur die Kitas. In der Gemeinderatssitzung haben wir entschieden, dass wir die Kitas jetzt verdichten. Das heißt, wir lassen mehr Kinder zu pro Kindertagesstätte und das mit der gleichen Mannschaft. Im Grunde bin ich dagegen, ich habe aber dafür gestimmt. Wie kommt sowas? Absolut. Es ist so, dass ich keine Zukunft sehe aktuell in der Strategie der Stadt. Also es gibt keinen Langfristplan, man hat es unterlassen zu sagen, wie will man das Problem beseitigen. Und ich muss doch irgendwas für die Stadt dann entscheiden und dann ist das Üble, das kleine Übel eben, dem zuzustimmen. Grundsätzlich bin ich aber dagegen und warum bin ich dagegen? Es ist so, alles was den Arbeitsplatz einer Fachkraft schlechter macht, sollte man vermeiden. Und wir machen es ja dadurch nicht besser, die Fachkräfte in der Kindertagesstätte müssen jetzt sich um mehr Kinder kümmern, müssen bei Ausfallzeiten, Krankheitsfällen, bei der Urlaubsplanung ein bisschen umdenken. Ja, das macht es ganz schwieriger. Wie sollten wir es nochmal richtig angehen in meinen Augen? Wir sollten uns erstmal überlegen, wie bewegen wir die Fachkräfte dazu, sich bei uns zu bewerben? Und dann, wie gehen wir raus medial, damit wir sie auch die Bewerbungen auch bekommen. Punkt 1 ist, wir müssen Vorteile schaffen. Für alle Mitarbeiter, aber ich will es jetzt, wie gesagt, fokussieren auf Fachkräfte. Wann kommt eine Fachkraft her? Das soziale Umfeld sollte passen. Vielleicht sollte ich dazu bewegt werden, vor Ort zu leben, auch vor Ort wohnen zu können. Mobilität ist in der Sache, sollte auch im Auge behalten werden, denn wenn ich es schaffe, dass der neue Mitarbeiter auch in Ostfildern lebt, verbindet er sich auch mehr mit der Stadt und die Mobilität wird auch geschont. Und wenn ich es diese Kombination schaffe, eben das soziale Umfeld, die Vorteile besser darzustellen, bessere Vorteile zu bieten. Und Vorteile schaffen heißt bitte nicht einfach ans Geld gehen, mehr Geld zahlen. Klar, wir müssen fair bezahlen. Aber bitte nicht einfach wild mehr Geld zahlen. Denn wer aufgrund Geldes die Stelle annimmt, der wird schwer zu halten sein, wenn ein anderer mehr Geld zahlt. Das ist eine Sackgasse. Und die Qualität der Mitarbeiter, die nur Geld wollen, ist meist auch geringer. Jetzt ist die Lösung da. Als Stadt sollte man schauen, was hat man zur Verfügung? Was kann man vergünstigt oder mit Vorteilen behaftet der Mitarbeiter bieten und der Stadt selber kostet es möglichst wenig oder gar nichts. Punkt 1 wäre, als Stadt bestellt man auch Geschäftsfahrzeuge, die kann man verhandeln mit dem Autohaus, dass man eine Mitarbeiterleasing gestaltet, die absolut vorteilhaft ist, also die zu einem anderen Preis machbar ist, als wenn sie als Einzelperson hingehen und das Fahrzeug leasen oder mieten. Und der, wo das nicht möchte, dem kann man anbieten der Fahrradleasing, die aber muss vergünstigt sein oder sogar kostenlos sein, wenn er sich entscheidet, dass er nicht mit dem Fahrzeug, also überwiegend mit dem Fahrrad ins Geschäft fährt. Ich muss ja die Mobilität auch immer im Blick haben. Ich habe Parkplätze, reduzierte Menge vor dem Gebäude oder gar keine. Und da ist jeder, der dann kein Auto benutzt, in Ostfildern wohnt, ein Vorteil für mich. Also gebe ich ihm doch was umsonst. Ja. Ich kann ihm doch so ein Fahrrad, das kostet 50 Euro im Monat, kostenlos zur Verfügung stellen, wenn er mir nachweislich nicht mit dem Fahrzeug fährt, sondern eben mit dem Fahrrad eine gewisse Menge, Tageszahl pro Jahr ins Geschäft fährt. Ich kann, wenn ich PV-Anlagen, also Solarzellen auf dem Dach habe, dem Mitarbeiter anbieten, dass er vielleicht tagsüber verminderte Ladekosten hat oder sogar kostenloses Laden hat. Das würde bedeuten, wenn einer mit dem E-Fahrzeug kommt, jetzt aktuell ist die in der Förderung, da kriegen sie E-Fahrzeuge von 39 Euro Leasing bis natürlich 500 Euro und können ihr Fahrzeug dann dort abstellen.
bekommen zwar keine volle Leistung, keine 11 kW oder so. Da reicht es, wenn Sie 2 kW einspeisen oder so. Sie haben ja 8 Stunden Zeit. Ja. So ein Fahrzeug ist dann nach 6 Stunden voll geladen. Der Mitarbeiter weiß, er hat eine Tankladung umsonst bekommen und fährt damit heim. Über E-Fahrzeuge gehe ich nochmal separat darauf ein. Aber es ist halt jetzt ein Vorteil, was wir haben. Wenn wir eine PV-Anlage auf dem Dach haben, ist es absolut ein Vorteil. Das Geld brauchen wir nicht dem Großkonzern schenken. Das können wir dem Mitarbeiter schenken, bin ich der Meinung. Und wir binden den Mitarbeiter an uns. Das kriegt er woanders nicht. Und es ist billiger, weil Sie wissen gar nicht, was Mitarbeiter-Recruiting einer Firma kostet. Ein Mitarbeiterwechsel ist zu vermeiden. Und das sind jetzt zum Beispiel Möglichkeiten. Was ich auch noch gerne zur Sprache bringe, ich möchte wirklich, dass die Mitarbeiter auch in Ausbildung leben. Das bedeutet, bezahlbaren Wohnraum haben wir nicht. Warum machen wir es nicht? Diskussionsrunde 1 wäre für mich einen preislichen Vorteil für die Mitarbeiter, wenn sie sich an einer städtischen Wohnung bewerben und sich da einmieten. Vorteil 1 ist, ich habe einen guten Mieter, weil ich weiß, der arbeitet bei mir. Der zerstört auch nicht meine Wohnung. Und Vorteil Nummer 2 ist, ich binde meine Mitarbeiter an mich. Rechtliche Rahmen könnte hier ein bisschen problematisch sein. Wir müssen das ja auch den Ausfilternern gönnen. Da findet man sicher eine Lösung. Also ich wäre so, dass ich sage, ein Ausfilterner, der in Ausfiltern arbeitet, der nachweislich da arbeitet, kriegt einen preislichen Vorteil in der Miete. Der ist geringer als das, wenn einer in der Verwaltung arbeitet. Aber er sollte auch einen Vorteil bekommen. Sehe ich jetzt kein Problem, denn das Geld, was man investiert, entlastet unsere Verkehrswege, unsere Mobilität, unsere Umwelt. Und das bisschen Geld, was ich da investiere, das muss man natürlich auch darstellen jedes Jahr, was gebe ich da aus, was für Vorteile bringe ich raus, und dann muss man auch darstellen, was für Vorteile es bringt. Und das sind jetzt nur ein paar Blicke drauf, was wir schaffen könnten. Das geht ja unendlich weiter. Wir haben als Stadt so viele Möglichkeiten, da sollten wir rausgehen. Ein schneller Punkt jetzt, wie sollten wir dann im Marketing, im Recruiting rausgehen? Bitte nicht so wie unsere Nachbarstädte, die machen mit Vollpower alle das Gleiche. Stellenausschreibungen im Print, Stellenausschreibungen digital. Eine Printausgabe kostet 750 bis 1200 Euro mindestens, dass sie das in einem Radius wie Ostfildern veröffentlichen. Wenn Sie das in mehreren Städten machen, wird es richtig teuer. Auch gute Stellenanzeigen digital, die auch einen Sinn machen, sind auch relativ teuer oft. Und da heißt es einfach anders vorgehen. Ich zum Beispiel, ich habe ein Personalbüro auch, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich möchte bloß sagen, wir gehen zum Beispiel einen digitalen Weg raus. Wir gehen aufs Handy, wir gehen auf digitale Medien drauf, wir schalten Werbung für die Stellen. Und das heißt, da erreiche ich Menschen, gerade Fachkräfte, die noch gar nicht denken, dass sie den Jobwechsel vornehmen wollen, erreiche ich übers Handy. Und da kommt dann die Werbung draus, dass ein Job gesucht wird. Und wenn der dann das Handy sieht und sich überlegt, Mensch, das schaue ich mir mal an, dann erreichen sie jemanden, den die Wettbewerber nicht erreichen. Und das machen viele Personalbüros, also das wird jetzt keine Werbung sein für mich. Bitte, Sie können, es gibt tausende Personalbüros, vergeben Sie sowas Profis, lassen Sie die suchen, investieren Sie das Geld, weil Sie sparen dabei Geld. Wenn ich sehe, was die Städte bei uns drumherum Geld rauswerfen und im Grunde im gleichen Markt suchen wie die andere Stadt, da teilen wir uns nur die Bewerbung. Also wenn wir alles Gleiche suchen, im gleichen Feld, dann wird es weniger, dann wird der Mangel größer. Wir müssen da suchen, wo die anderen nicht suchen. Media rausgehen, über Print, auch Aufruf über Radio, über lokale Zeitschriften machen. Es ist keine Schande, dass wir keine Fachkräfte bekommen. Wir können doch sagen, wir haben das Problem, wir können medial rausgehen. Das wäre ein Grund, richtig als Medienprofi, wie unser aktueller OBE ist, rauszugehen, Aufruf zu machen, bewerbt euch bei uns in Ostfildern. Wir haben ein schönes Städtchen, wir haben so gute Leistungen. Wir halten zusammen, bewerbt euch bei uns. So, das war jetzt mein Lösungsweg. Langes Video, aber Probleme kann man nicht einfach mit kurzen Lösungen beschreiben. Deswegen schön, dass Sie durchgehalten haben. Nächste Problem, nächste Lösung, nächste Herausforderung kommt demnächst. Jetzt erstmal gute Zeit. Ich wünsche einen schönen Tag.